Willkommen zu den Disney News vom 28. Februar 2023. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Disney News Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, irgendwie der Anfang des Jahres ist so ein bisschen ruhiger, es passiert nicht ganz so viel. Ich notiere mir natürlich hier und da neue Neuigkeiten, dann denke ich mir immer, ach, irgendwie reicht es noch nicht für ein neues News-Video. Aber jetzt, wenn ich es so zusammengeschrieben habe, sind schon wieder zwei Seiten und eigentlich 8 News, die ich mit euch teile. Also irgendwie dann doch mehr als wieder gedacht. Und dann denke ich mir immer so, wenn ich mir das aufschreibe, so ja, was ist denn jetzt so Spannendes? Aber es ist doch einiges jetzt in den letzten Tagen noch dazugekommen. Und deswegen dachte ich, es ist Zeit für ein neues News-Video. Es betrifft vor allem auch viel den März. Deswegen mache ich es heute noch, weil heute ist ja der letzte Tag im Februar. Übrigens, wie schnell ist die Zeit eigentlich schon wieder vorbeigegangen? Wir haben schon wieder März morgen. Und ja, es ist schon fast Frühling. Ich freue mich sehr auf den Frühling. An mir ist der Winter. Ich habe Satz mit dem Winter. Ich freue mich auf wärmere Temperaturen und die Sonne. Aber es soll ja gar kein Thema hier sein. Wie gesagt, ich habe 8 News mit euch zu teilen, hauptsächlich Disneyland Paris News. Bei den Disney News tue ich mich tatsächlich so ein bisschen schwer, da immer so up to date zu sein. Aber da könnt ihr mir natürlich helfen. Wenn ich irgendwelche Disney News vergessen habe, schreibt es gerne unten in die Kommentare, weil bei Disneyland Paris bin ich sehr up to date und weiß, was so abgeht. Aber bei Disney generell so neue Filme und so weiter, da sehe ich dann wieder was und dann denke ich mir, ja, das habe ich ja nicht aufgeschrieben, da habe ich es wieder vergessen. Aber da könnt ihr mich unterstützen, einfach unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas wisst, was ich hier nicht erwähnt habe, und dann weiß es die Community auch. Und bevor wir starten, würde ich mich noch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, drückt einfach unten auf die Glocke und dann bekommt ihr immer eine Push-Nachricht, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und dann seid ihr immer einer der Ersten, die meine Videos schauen können. Ja, es geht ja auch bald wieder ins Disneyland Paris. Und da nehme ich natürlich auch einige Videos auf. Aber ich würde sagen, da kommen wir zum Ende des Videos hinzu, zu was jetzt in den nächsten Wochen so geplant ist. So, starten wir. Fangen wir an mit den Neuigkeiten Nummer 1, und zwar ja die Schließungen für den März. Es gibt Attraktionen, die im März wieder wegen Renovierungsarbeiten geschlossen sein werden. Und das betrifft tatsächlich auch große Attraktionen diesmal. Und ich habe auch tatsächlich jetzt die letzten Tage eine Nachricht bekommen, ja, warum macht das denn Disney so kurzfristig, warum wird das nicht ein Jahr vorher announced, weil viele planen natürlich den Urlaub im Disneyland Paris ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr vorher. Ja, das ist halt, das Disneyland ist 365 Tage geöffnet und irgendwann müssen halt die Sachen auch renoviert werden. Und leider fällt es manchmal halt dann in den Zeitraum, wenn ihr genau dort seid. Und Disney macht das normalerweise immer einen Monat vorher, dass es gesagt wird, welche Attraktionen schließen. Sehr kurzfristig leider für die, die langfristig planen. Aber so ist es nun mal. Und ihr bekommt auch die Schließungen immer in der App oder auf der Website angezeigt. Aber wir fangen jetzt mal an mit den Schließungen für März. Und zwar einmal Big Thunder Mountain wird von 6. März bis einschließlich mindestens Ende des Monats geschlossen sein. Wie gesagt, das habe ich ja gerade gesagt. Die Schließungen sind immer nur für einen Monat angezeigt und noch nicht für den April da. Das heißt, ja, mindestens bis Ende März. Mal gucken, wie lange dann noch. Ist schon eine recht lange Schließzeit und für eine sehr populäre Attraktion wie den Big Thunder Mountain. Dann Crush Coaster, auch sehr beliebt, ist vom 6. bis zum 17. März geschlossen. Dann Dumbo auch vom 16. bis zum 17. März. Ich schreibe euch die Daten noch einmal kurz rein, dann könnt ihr das besser lesen. Und Mad Hatter's Teacups vom 27. März bis wieder Ende März und man weiß nicht, wie lange das dann noch April reinzieht. Zu Small World gibt es leider keine Neuigkeiten. Es ist ja gesagt Frühjahr und der Frühjahr fängt ja jetzt erst an. Es gibt kein Datum für Small World, wie lange es geschlossen bleibt. Ich schätze mal Mai, aber das ist so meine Vermutung, weil es ist noch nichts zu hören und naja. Wir werden sehen, also zu Small World gibt es leider kein Update. Kommen
Kommen wir zu News Nummer 2 und das ist, das habt ihr wahrscheinlich eh schon gehört, das ist die neue Drohnenshow in den Studios und zwar Avengers Power the Night, die neue Drohnen-Feuerwerksshow. Habt ihr auch schon in meinen Vlogs gesehen, wer die Vlogs noch nicht gesehen hat, schaut gerne mal in die Februar-Vlogs rein, wir haben es uns angeschaut und das solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen, die Show ist einfach der Hammer. Und warum ich es jetzt mit aufgeführt habe hier in den News, weil es ist ja, läuft ja schon und es ist nicht jetzt mega neu. Und zwar läuft es nur bis 8. Mai, also das diesen Jahres, denn ich habe darüber mit Daniel gesprochen, es ist wahrscheinlich ein Personalmangel, weil die Studios müssen dann auch länger aufbleiben, weil es ja immer später dunkel wird, so. Und da fehlt einfach das Personal, dass die Studios so lange offen bleiben. Deswegen nur bis 8. Mai, ob es dann wieder kommt, keine Ahnung, aber es ist einfach der Hammer. Ich habe euch jetzt auch mal Ausschnitte davon gezeigt. Und darüber hinaus wird es Tage geben, an denen die Show nicht laufen wird. Deswegen habe ich es auch hier mit reingenommen. Warum? Keine Ahnung. Aber es ist der 8., der 15., der 17. und der 27. März und am 22. April. Das sind die Tage, an denen die Show nicht laufen wird. Also die stehen schon fest. Und die Show ist natürlich mit Drohnen und die Drohnen sind natürlich sehr, sehr wetterabhängig. Das heißt, wenn es sehr stürmisch draußen ist, werden die Drohnen leider auch nicht fliegen. Aber das kann man natürlich nicht vorher ankündigen. Das ist natürlich, wie gesagt, wetterabhängig. Und wenn ihr Pech habt und ihr schlechtes Wetter habt, wenn ihr da seid, dann könnt ihr es leider auch nicht sehen. Ansonsten, wie gesagt, läuft die Show noch bis 8. Mai. Wenn ihr die Möglichkeit habt, lasst euch diese nicht entgehen. Kommen wir zu Neuigkeit Nummer 3 und das ist das neue Merchandise, was demnächst in die Parks kommt. Erstmal vorab, ich habe keine Ahnung, es gibt kein Datum. Das neue Merchandise wurde ja im Jahreskarten-YouTube-Event vorgestellt. Also es gibt immer, ich glaube alle 3 Monate oder so circa, ein neues Jahreskarten-Show. Aber das kann sich jeder angucken. Also ihr braucht keine Jahreskarte, um auf YouTube sich die Show anzugucken. Und da gibt es halt immer ein bisschen Getanze, Gesinge und da wird auch das neue Merchandise meistens vorgestellt. Und da wurde einiges vorgestellt jetzt diesmal und ich gehe mit euch peu à peu durch, zeige, was es gibt. Also ein Bild zeige ich euch, was uns zur Verfügung gestellt wurde von Inside Ears. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann es kommt und auch nicht, was es kosten wird. Fangen wir an mit den neuen Spirit Jerseys, die kommen werden. Und mein Farbschema ist es jetzt nicht. Es gibt einen gelben, einen grünen und einen grauen Spirit Jersey mit passendem Hut, Fischerhut dazu. Fischerhüte finde ich ja schon cool und auch, dass es jetzt so eine Kombi gibt, aber irgendwie die Farben. Ja, es ist frühlingshaft und so weiter, aber irgendwie. Also die Farben sprechen mich jetzt nicht so an. Ich werde mir wahrscheinlich davon keinen kaufen. Das nächste würde ich mir aber wahrscheinlich schon kaufen. Kommt natürlich auf den Preis an, aber es ist echt schön. Und zwar ein Bild von Kevin und Jody. Kevin und Jody hat ja jetzt schon einige Figuren für das Disneyland Paris gemacht. Und das Schloss und das Phantom Manor House und dieses Melanie und das Phantom, die Figur. Waren, glaube ich, von Kevin und Jody. Wenn ich mich jetzt versprochen habe, ist mir ganz schön peinlich. Ich glaube aber schon. Und jetzt bringen sie halt dieses Bild raus. Es zeigt das Fantasyland mit Fantasy-Figuren, mit dem Schloss im Hintergrund, Dumbo und auch Toads ist dabei. Richtig schönes Bild und ich glaube, das würde ich mir tatsächlich holen, wenn ich es bekomme natürlich. Bei so limitierten Sachen ist das immer so eine Sache. Und kommt natürlich auf den Preis an. Die nächste Neuigkeit, was Merchandise angeht, ist, es wird einen neuen Spirit Jersey und einen neuen Lounge Flight zum 30. Geburtstag zum Grand Finale geben. Und ja, ihr seht es jetzt hier. Ich bin noch ein bisschen zwiegespalten, weil ich weiß nicht, ob ich es mag. Ich muss es in echt sehen, weil das ist jetzt alles hier in so. Also es ist nicht echt, dieses Bild. Ihr wisst, was ich meine. Es ist halt nicht in Park zum Beispiel aufgenommen. Es ist halt mit Computer generiert, so wollte ich das sagen. Und ich weiß ja nicht, dieses Farbschema, dieses Lila-Weiß zwischendurch, da denke ich mir immer, das Waschen wird auch furchtbar sein. Soweit Elemente so weiß und da was Dunkles dabei ist, bin ich mittlerweile immer sehr kritisch, was Waschen angeht, weil dann das Weiß irgendwann aussieht wie Grau. Und das sieht dann furchtbar aus und das kriegt man auch nicht raus und so weiter. Deswegen bin ich da jetzt ein bisschen zwiegespalten. Und Lounge-Fleiß, der wird wahrscheinlich auch wieder glitzern, so wie es aussieht. Und vorne auch eine relativ große Tasche haben. Oder sieht nur so aus auf dem Bild. Aber bei Loungefleiß bin ich zum Glück nicht so anfällig. Und deswegen, ja. Also es wird eine neue Spirit Jersey und Loungefleiß geben zum Grand Finale. Dann wird es auch, und da bin ich wieder dabei, neue Ohren geben. Und zwar die Mickey-Maus-Ohren, die Mickey auch, also den Hut,
den Mickey während Dream and Shine Brighter trägt, wird es als Ohren geben. Und dann auch was mal endlich mal wieder was für die Männer unter uns, aber ich werde sie auch tragen. Also ich werde sie mir holen. Und wir haben schon gesagt, Brina wird sie sich holen, Daniel auch. Und dann, ich muss mir echt ein richtig cooles Outfit dazu überlegen. Ich denke, so ein geiler Hosenanzug zu diesen Ohren sähe richtig gut aus, wenn es auch noch so ein shiny Hosenanzug wäre. Wäre schon geil, aber ich glaube, sowas zu bekommen ist schwierig. Muss man sich wahrscheinlich selbst nähen. Wenn ihr da Ideen habt oder irgendwas seht im Internet, dann schickt es mir. Wenn ihr sowas in dem Farbschema seht wie die Ohren, bin ich gerne offen für Vorschläge. Also da bin ich wieder dabei. Ansonsten wird es einen neuen Schlüssel geben, oder eigentlich zwei neue Schlüssel, aber wir fangen mit dem ersten an. Und zwar wird es einen neuen Schlüssel für die Main Street Transportation geben, also für die Wagen, die auf der Main Street so von vorne nach hinten zum Schloss fahren und so weiter. Wie gesagt, keine Ahnung wann, und es wird wahrscheinlich wieder über Liberty App sein, dass man sich da Tickets vorher holen muss. Genau, also das wird es geben. Dann beim nächsten bin ich auch wieder raus. Ich weiß nicht, also optisch jetzt auch auf diesem grafischen Bild gefällt es mir überhaupt nicht. Es wird neues Grand Final Merchandise geben. Zusätzlich zum Spirit Jersey und zum Loungefly wird es T-Shirts und einen Hoodie geben. Wie gesagt, vom Bild her spricht es mich überhaupt nicht an. Diese Farbkombination soll halt sozusagen an diese Tänzer, die bei Dream and Shine Brighter mitmachen, erinnern. Aber da bin ich zum Glück auch raus. Dann wird es neue Pandora Charms geben, passend zum Avengers Campus. Und zwar einmal einen Avengers Campus Charm mit dem A-Logo in der Mitte und auf der Rückseite steht Avengers Campus. Und dann wird es noch einen zweiten Charm geben zum Web-Adventure. Vorne mit diesem Spider-Man-Spinnenzeichen und hinten steht dann Web Worldwide Engineering Brigade drauf. Mit Glitzer sind ganz schön, aber Pandora ist bei mir echt so eine Sache, die ich wirklich nur kaufe, wenn es mir wirklich gut gefällt. Und Avengers ist jetzt nicht so, was ich unbedingt kaufen würde. Und das letzte neue Merchandise, was angekündigt wurde, ist der zweite Schlüssel, und zwar zur Peter Pan Attraktion. Wird es auch einen Schlüssel geben? Auch ganz süß, der Schlüssel, aber bei den Schlüsseln, ich habe glaube ich noch den Small World Schlüssel, den habe ich, aber ansonsten bin ich bei der Schlüsselsache eher raus, weil es ist fast ein Ding der Möglichkeit, da ranzukommen. Dann muss man auch noch genau zu dem Zeitpunkt vor Ort sein. Online-Kosten sind Vermögen, weil die ganzen Reseller sich da dann natürlich das Geld in die Tasche schöffeln. Deswegen bin ich beim Schlüsselbusiness eigentlich auch raus. Dann wird es natürlich ein neues Merchandise-Video geben, wenn ich nächstes Wochenende, also nicht das kommende, sondern darauf das Wochenende im Disneyland Paris bin, weil ich sehe schon wieder, es gibt so viel neues Merchandise, also es wird ein extrem langes Merchandise-Video geben. Es gibt eine neue Oswald-Kollektion, es gibt eine Eras-Kollektion. Heute habe ich gesehen, es gibt zwei neue Spirit-Jerseys mit Sully und Pixar. Dann gibt es, glaube ich, noch neues Mickey-Merch. Und ich habe wahrscheinlich irgendwas vergessen, aber es kommt immer neues Merchandise rein. Dazu wird es dann auch hier ein neues Merchandise-Video geben. Also wie gesagt, denkt dran, die Glocke zu abonnieren, die Glocke zu drücken und meinen Kanal zu abonnieren. Dann würdet ihr das Video auch nicht verpassen. Aber ansonsten poste ich natürlich, wenn ich neue Videos hochlade, alles auf Instagram in meiner Story. Und wenn ihr mir da noch nicht folgt, dann folgt mir da auch sehr gerne. So, und das war's mit dem neuen Merchandise. Kommen wir zur Neuigkeit Nummer 4, und zwar geht es da um die Restaurants. Einmal, das hat jetzt schon offen, ist einmal das Royal Pub. Das hat seit 17. Februar geöffnet im Disney Village, ist ja umgebaut worden vom King Ludwigs, jetzt zum Royal Pub. Und wir wollen da auch wenn wir das nächste Mal im Disneyland Paris sind, essen gehen. Daniel war bereits da mit der Pam und sein Feedback war super teuer und es war lecker, aber wie gesagt, sehr teuer. Und sein Burger war relativ klein für den Preis. Also, ich zeige euch jetzt auch mal hier, ich blende euch mal Menü ein und so weiter. Und ja, ich bin gespannt. Wir wollen eventuell frühstücken und halt mal tagsüber, weil es gibt dort auch eine Frühstücksoption. Obwohl es auf dem Bild sehr ähnlich aussieht wie beim Annette, aber 10 Euro teurer ist. Also, wie gesagt, wir werden es testen und ihr werdet es in den Vlogs erfahren. Und es wird ein separates Royal Pub Video geben. Zu dem Thema, ob es uns schmeckt und ob wir es weiterempfehlen würden. Auf den Bildern sieht es gut aus. Wie gesagt, Daniel hat auch gesagt, es schmeckt, aber es ist einfach wahnsinnig teuer. Und dann als zweite Neuigkeit gibt es ein neues Menü im Hakuna Matata. Das werden wir dann natürlich auch testen, wenn wir vor Ort sind. Es gibt viel mit Reis, so wie es auf den Bildern aussieht. Also zwei Portionen mit Reis. Ich gucke mal gerade aufs Menü. Ich blende euch das jetzt auch mal ein.
Also es gibt einmal ein Chakalaka, Tomaten, Paprika, weiße Bohnen und Kichererbsen mit Reis dann wahrscheinlich oder Reis mit Chicken, also Hähnchen mit Oliven und Pilzsoße. Spricht mich jetzt beides nicht so an im Menü. Und dann das zweite Menü ist irgendwie Broken Fish mit Fisch und Gemüse in Soße. Oh, bei Fisch wäre ich auch sehr vorsichtig. Also ich habe jetzt noch keine negative Erfahrung, aber bei Fisch ist auch bei mir immer so, oh, wenn ich auswärts irgendwo Fisch esse, wenn es jetzt nicht Nordsee ist, bin ich echt skeptisch. Aber das dritte Menü spricht mich dann schon mehr an, Pulled Beef Sandwich. Und ja, ich denke mal, das werde ich testen. Und die Reisoption, ja, mal gucken. Also alles auf einmal geht ja sowieso nicht. Aber es gibt ein neues Menü im Hakuna Matata. Und wenn ihr es schon mal getestet habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und schreibt auch gerne rein, wie ihr es findet. Ja, und das waren die Neuigkeiten zum Thema Restaurants. Kommen wir zur Neuigkeit Nummer 5. Und als ich das gestern gelesen habe, dachte ich, ich falle vom Stuhl. Ich habe Luftsprünge gemacht. Ich dachte, der Mandalorian kommt ins Disneyland Paris mit Baby Yoda. Ich zeige euch jetzt hier ein Bild. Ich dachte, ich flippe aus. Und dann leider nur für 2 Wochen, vom 1. März bis 14. März, wird er im Discoveryland anzutreffen sein. Und wir sind ja da während des Zeitraums, zum Glück. Also ich wäre, keine Ahnung, ich hätte, glaube ich, Rotz und Wasser geweint, wenn ich dann nicht treffen hätte können. Ob wir ihn treffen, ist halt noch die Frage, aber wir versuchen alles. Mit Prina und Nina haben wir schon gesagt, wir müssen unser Outfit anpassen und wir versuchen alles, um ihn zu treffen im Discoveryland. Wie es ablaufen wird, werden wir halt dann im nächsten Tage mal auf Twitter oder auf Social Media sehen. Was ich vermute, ist, dass es kein normales Meet and Greet gibt. Und wenn es eins gibt, dann könnt ihr euch mindestens auf 2 bis 3 Stunden Wartezeit, wenn nicht noch länger, einstellen. Ich vermute, er wird einfach irgendwann im Laufe des Tages mehrmals irgendwo rauskommen. Dann kurz mal rumlaufen, so, hi Dude, hi, hier ist mein Baby Yoda. Und dann geht er wieder. und es wird wahrscheinlich eine Massenversammlung werden um ihn herum. Und ein Foto dazu kriegen wird echt, glaube ich, hart. Aber wie gesagt, ich bin Freitag schon da, aber ob ich es Freitag alleine mache, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall Samstag und Sonntag mit Brina und Nina werden wir alles geben, um ihn zu treffen und ein Foto zu erwischen. Auch wenn wir den ganzen Tag im Discoveryland kampieren müssen, weil sonst haben wir eigentlich nichts geplant. Außer das Jahreskarten-Event. Ja, schade dann natürlich, viele haben mir schon geschrieben auf Instagram, dass es nur 2 Wochen sind und so weiter. Es ist natürlich zum Season-Start. Morgen fängt die Mandalorian Season 3 an auf Disney Plus und da freue ich mich auch sehr drauf. Und ja, das ist halt so ein Ding, so ein spontanes, nee, spontan ist es jetzt nicht, aber so halt so eine gewisse Zeitspanne. Er ist ja normalerweise nur in Disneyland Anaheim anzutreffen, in Galaxy's Edge. Und ist natürlich krass, dass wir jetzt als Disneyland Paris ihn für diesen Zeitraum, für den Start der neuen Mandalorian-Serie zu uns nach Disneyland Paris bekommen. Also ich freue mich sehr und ich werde, glaube ich, Luftsprünge machen, wenn ich ihn sehe. Ich finde ihn auch echt, also ich weiß, dass da ein anderer Mensch drunter ist und nicht der Schauspieler und er nicht der echte Mandalorian ist, das weiß ich. Aber ich finde ihn trotzdem irgendwie sehr attraktiv und sehr anziehend, muss ich sagen. Wenn wir jetzt hier so offen unter uns sind, ne? Es guckt ja sonst keiner zu. Genau, also das war Neuigkeit Nummer 5. Kommen wir zur vorletzten Neuigkeit bezüglich Disneyland Paris. Und zwar wurde heute angekündigt, dass die Christmas- und die Halloween-Season zurückkommen. Gut, das war ja klar, dass die zurückkommen werden. Aber jetzt wurden die Daten bekannt gegeben. Und zwar Halloween am 1. Oktober bis 5. November läuft dann die Halloween-Season. Und das interessiert euch tatsächlich auch, weil ihr fragt immer, ja, wann startet denn die Halloween-Season, wann startet die Christmas-Season, wie lange geht das? Und was mich wundert, ist, dass die Halloween-Season an einem Sonntag anfängt. Also das finde ich ein bisschen strange. Disneyland Paris ist ja eher auch so, dass es am spätesten anfängt mit der Halloween-Season. Ich glaube, Halloween in Walt Disney World fängt ja schon immer Ende August an. Und bei uns halt irgendwie immer nur im Oktober. Und da der Oktober dieses Jahr am Sonntag anfängt, ist es halt dann der Sonntag. Ich weiß, man hätte es auch schon ab 30. September machen können. Aber gut, das haben sie so entschieden. Und es wird wahrscheinlich schon die ersten Shows und Soft Opening wird es schon am 30. September geben. Das ist immer so bei Disneyland. Aber trotzdem ist es irgendwie weird, dass es dann ab
Sonntag dann anfängt. Normalerweise fängt eine Season freitags oder samstags an. Aber gut, 1. Oktober bis 5. November die Halloween-Season. Und Christmas-Season kommt dann am 11. November zurück und läuft dann bis zum 7. Januar 2024 im Disneyland Paris. Freue mich drauf, ob ich jetzt zu beiden Season-Starts direkt da bin, weiß ich noch nicht. Ich versuche mein Bestes, kann das natürlich so spontan, so weit in die Zukunft nicht planen, weil wir planen immer so ein, zwei Monate voraus, aber die Chancen stehen schon gut, dass ich zu den beiden Season-Starts da sein werde. Ja, das war Neuigkeit Nummer 6. Das Video wird länger als gedacht. Es sind doch einige Neuigkeiten und ich brabbel wieder zu viel. Also Neuigkeit Nummer 7. Wir sind bei 7. Es kommen die D23-Events kommen nach Europa im April. Und das ist jetzt so ein Mix aus Disneyland Paris News und Disney News, weil ein Teil betrifft auch Disneyland Paris, aber ein Teil auch nicht. Also D23, erstmal, was ist überhaupt die D23? Dazu habe ich mal ein Video gemacht, verlinke ich euch gerne bei dem i. Ich bin ja D23-Member und das ist so ein Disney-Fanclub, für den man aber Geld bezahlt. Ein Jahresabo und da bekommt ihr auch dieses Jahr, also zum 100. Geburtstag, gibt es da eine richtig schöne Statue. Ich blende euch gerne mal hier ein Bild ein. Meine kommt erst leider irgendwann im April, weil mein Abonnement wird im März automatisch verlängert. Ich habe es ja letztes Jahr im März abgeschlossen. Da gab es die Pins und das habe ich euch in diesem Video gezeigt. Da erkläre ich euch, was auch noch beinhaltet ist in dieser D23 Membership. Und dieses Jahr zum 100. Geburtstag gibt es eine silberne Mickey-Statue und die ist einfach mega schön und die passt super zu diesen 100. Geburtstag-Ohren und ich bin echt begeistert und freue mich schon, wenn ich meine eigene bekomme. Wie gesagt, ich bekomme sie erst dann wahrscheinlich irgendwann im April mit Versand und so weiter, bis die hier ist. Dauert das ein bisschen. Aber für die Events, die ich euch jetzt erzähle, müsst ihr halt D23-Member sein, um daran teilzunehmen. Und dazu kommt noch, die sind dann nicht kostenlos, nee, die kosten dann wahrscheinlich nochmal, also nicht wahrscheinlich, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nochmal extra. Das heißt, ihr braucht Geld und die D23-Membership, um an diesen Events, die ich euch erzähle, jetzt teilzunehmen. Also, es gibt in London eine Star Wars Celebration Europe 2023 vom 7. bis 10. April in London. Also, wenn ihr da zufällig da seid, dann ne, ab nach London zu der Star Wars Celebration. Und am 8. April gibt es exklusiv eine D23-Exclusive-Screening. So stand es online. Mehr Informationen gibt es dazu leider noch nicht. Auch nicht, was es kosten wird. Nur, dass es ab 8. April da irgendwie eine D23 Exclusive Screening gibt. Ich werde jetzt nicht nach London fliegen dafür, aber vielleicht seid ihr zufällig da oder ihr wohnt in London oder so. Dann, ja, go for it. Besucht die Star Wars Celebration. Dann kommen wir zu dem Disneyland Paris Event, wo ich schon sehr, sehr gerne hin möchte. Und zwar am 12. und am 13. April wird es ein Disneyland Paris Event geben zum Anlass des 30. Geburtstags, dem Grand Finale. Und es wurde schon so ein bisschen was erzählt auf der Webseite, aber noch nicht, was es kostet und was noch so dabei ist und wie lange es dauert und so weiter. Und zwar wird es eine exklusive Tour bei, die geführt wird von einem Disney Imagineers geben. Dann wird es ein wird Specialty Dining Opportunities geben, also irgendwie, ob es jetzt ein Abendessen ist oder einfach nur, keine Ahnung, es gibt irgendwo Snacks oder so zu essen, keine Ahnung. Und dann wird es Behind-the-Scenes-Looks at the Parks geben. Also man kann wohl hinter die Kulissen schauen, was genau, auch keine Ahnung, aber allein dieses Behind-the-Scenes und so eine Tour bei Imagineers, das sind schon so Sachen, die mich schon sehr anziehen. Und mehr wird es noch geben, also es stand jetzt und mehr. Und wir wissen ja, ab 12. April kommt ja Disney Dreams direkt. Und der 12. April ist ja direkt der Geburtstag von Disneyland Paris, also der 31. dann dieses Jahr. Also ich glaube, das kann schon schön werden. Und ich versuche da Tickets zu bekommen und mir da freizunehmen, auf jeden Fall zu diesen Events zu fahren. Weil ich glaube, das ist so eine einmalige Sache und es wird sehr begehrt sein. Aber ich möchte da schon gern hin. Also außer das Ticket kostet jetzt 500 Euro, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber das sehen wir dann. Und das werde ich dann auch in der Story posten auf Instagram, wenn es da mehrere Informationen gibt, wann es die Tickets gibt, was die kosten. Das findet ihr dann alles immer in meiner Instagram-Story. Genau. Und das dritte Event, was von der D23 nach Europa kommt, ist die Disney 100 Exhibition kommt ja generell schon mal hierher. Und es wird wohl der offizielle Start ist am 18. April und es wird da wohl auch ein Special D23
Event geben. Aber mehr steht da tatsächlich nicht, ob man jetzt irgendwie zur Presse, zur Presseaufführung hin darf, ob es kostenlos ist, ob man sich einfach nur anmelden muss. Keine Ahnung. Daniel meinte, in Philadelphia gab es das wohl auch, dieses für die 23-Member, für diese Exhibition. Aber ich habe keine Ahnung, wie das genau aussehen wird. Wenn ihr D23-Member seid, dann bekommt ihr eh wahrscheinlich eine E-Mail oder ihr folgt denen auf Instagram, dann bekommt ihr die Infos auch. Aber dazu gibt es tatsächlich keine weiteren Infos, wann das stattfinden wird. Der offizielle Start von dieser Exhibition ist halt am 18. April. Ja, das waren die Informationen zur D23-Events und ich bin sehr happy, dass sie jetzt mal nach Europa kommen, weil bisher waren ja nur die Events in Amerika. Und da kommt es so, also außer du bist zufällig mal in Epcot oder in Walt Disney World oder in Disneyland Anaheim und konntest dann zu einem Event gehen. Ansonsten waren die Events ja halt fast unnötig für uns Europäer. Also wenn man das so sagen kann. Aber trotzdem die Membership, dann kommen Zeitungen und die Figuren und so weiter. Und ja. Und jetzt kommen die ersten Events nach Europa und wenn es gut läuft, kriegen wir vielleicht noch mehr Events. So, und dann kommen wir zur achten Neuigkeit und zur letzten Neuigkeit bezüglich Disney. Und da habe ich jetzt aber auch nicht so viel Information. Das habe ich nur beim Rande gehört, deswegen bin ich bei den Disney News nicht so into it. Und zwar wird es einen Frozen 3 Film geben, einen Zoomania 2 Film und einen Toy Story 5 Film. Ja, wow. Also, die Neuigkeiten haben mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Toy Story ist jetzt eh nicht so, wo ich denke so, wow, juhu, Zoomania habe ich auch, glaube ich, auch mal einmal geguckt und Frozen, ja. Die versuchen halt, die alles aus Frozen rauszudrücken, was geht. Kann man immer mit Geld mit verdienen mit Frozen und Elsa und Anna. Geht immer. Deswegen versuchen sie jetzt Frozen 3 rauszubringen. Ich hoffe nur nicht, dass sie es versemmeln. Ja, also das sind die Neuigkeiten, die acht Neuigkeiten. Mehr kann ich zu den Neuigkeiten leider gar nicht sagen. Wie gesagt, ich bin eher so in dem Disneyland Paris Thema drin als bei den generellen Disney News, aber da könnt ihr mir bestimmt unter die Arme greifen. Und das waren sie, die Disney und Disneyland Paris News, heute vom 28. Februar 2023. Und schreibt mir gerne unten in die Kommentare, welche Neuigkeiten euch am besten gefallen haben, welche euch am meisten interessieren. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann!